Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Bal Blair, Single Cask 2006 destilliert, 2023 abgefüllt, 16 Jahre, Fassnummer 464 für Germany. Exclusively bottled for Germany. Whiskey Base Nummer 248027. Ist erhältlich zumindest jetzt im Februar exklusiv bei whisky.de. Kostet 128,50 Euro. Wohin der Preis sich entwickelt, keine Ahnung. Also, wieso habe ich Probleme, das hier rauszukriegen? Ein Superfan von mir, Marcel, hat geschrieben: Mensch, Jason, willst du die teilen? Und ich ging online, habe geschaut und sagte, ja, werde ich teilen. Habe ich gleich gekauft und tada, hier ist die Flasche. Ganz neu, jetzt hier noch nicht mal geöffnet. Und wir haben jetzt hier tatsächlich ein Produkt von Bal Blair, was ich nicht wusste. Schaue ich mal, dass ich die hier aufkriege, ohne ein Messer hier. Ist, dass Bal Blair der viertälteste Brennerei ist. So steht es hier irgendwo drauf, irgendeine Altersgabe, also 1790. Allerdings, sie produzieren oder haben dann hier im 2023 nur 150.000 Flaschen verkauft. So, das ist ein bisschen arg wenig, um ehrlich zu sein. Ist ein Single Cask, laut whisky.de ist ein Ex-Bourbon Fass. Hier steht nichts drauf. Hier steht Natural Color, Non-Chilled Filtered. Hier steht nichts. Auf der Rückseite, das ist echt witzig, was hier drauf steht hier. Da steht Bottled at Natural Color. Aber Non-Chilled Filtered steht auf der Flasche gar nichts. Das ist schon ein bisschen schade. Das ist, was ich einfach so sage. Ich hätte gerne wohl gewusst, also Ex-Bourbon heißt dann dort, war es ein Hogshead? War es dann hier, waren 156 Flaschen. Also ich glaube, es war ein Bourbon Barrel. Also 2006 hat man vielleicht noch Hogsheads ein bisschen mehr gemacht, aber so. Letztes Jahr gab es auch eine Einzelfassabfüllung, der nach Deutschland kam. Ich glaube, ich habe den ziemlich gerissen. Fand ich gar nicht so gut. So, von daher habe ich alles gelesen, was ich daraus lesen wollte jetzt hier. So, 150.000 Flaschen. Es ist noch nicht mal so die Top 60 Single Malt Scotch Whiskys in der Welt. Jo, gehört zu InBev. Wie heißt das hier? International Beverage Holdings, dort aus ThaiBev ist der Gründer mit davon. Womit möchte ich es teilen? 128 Euro, 16 Jahre alt. Ich werde einfach das hier nehmen, kleines 10 Jahre alt, mit 140 Euro plus. Und einfach zu zeigen noch einmal, wie arg teuer kleinlich 10 Jahre Special Release von Diageo ist. Wir haben 57,5%. Wir haben Ex-Bourbon-Fässern. Das ist ein Einzelfass. Da sind hier Tausende, aber Tausende von Flaschen, ging davon weltweit. Und ich wette mit euch, wir werden die nächsten 5 Jahre von der 2023 kleinlich sehen, immer noch Flaschen finden online. So ein immer weiter reduzierter Preis. Aber das bin ich mit meine Vermutungen, was die Zukunft angeht. Das ist natürlich asiatischer Markt. Das ist hier unser, wie heißt es, The Jazz Crescendo. Das möchte ein bisschen hier farbig, toll wirken. Bal Blair ist gediegen, ist traditionell, ist hier einfach mal ruhig und Understatement, was wir hier haben. Und viele Leute mögen Bal Blair. Ich habe die Brennerei in Highlands bisher noch nicht besucht. Annick ist in Deutschland auch mit dafür. Hier unser Genussbotschafterin ist ein bisschen hier unterwegs, auch für Bal Blair. Und ja, schauen wir mal, was meine Nase verspricht. Gerade geöffnet, schauen wir mal, was daraus wird. Ex-Bourbon, leichte Honigmomente, ein bisschen Gerste, Zucker dabei. Hier habe ich mehr Birne gehabt. Viel, viel mehr Birne. Birne, Birne, Birne. Ein bisschen diese Wachsigkeit von Kleinlisch, ein bisschen grüner Apfel.
Das ist hier gesetzter, das ist ruhiger, das hat ein bisschen mehr Action, ein bisschen Hyperaktivität fast. Das ist hier sehr, sehr ruhig, also. Meine typische Stachelbeer-Moment. Beschichte das ganze Glas hier, um ein bisschen mehr Aromen rauszukitzeln. Leichte Bienenwachs, leichter Holz. Nicht arg viel. Auf der Rückseite stand ein paar Beschreibungen. Lass uns sehen hier. Aroma, frisch, Geschmacksrichtungen von tropischen Früchten, Birne, Banane, ganz bisschen unterstrichen mit Butterscotch und Honig. Ich krieg die tropischen Früchte hier noch nicht. Nee. Sorry. Noch nicht. Okay, probieren wir mal. Wir waren jetzt hier bei 51,5%. Ich stöhne einmal, weil hier steht Single Cask, Natural Color, Non-Chilled Filtered, aber nirgendwo steht irgendein Hinweis, dass das hier Fassstärke ist. Natural Cask Strength, wie auch immer, null auf der Flasche, null auf der Verpackung. Und das ist da, wo ich einfach so sagen, hat irgendjemand hier einfach mal ausgewählt, dass es hier 51,5% sein sollte? Oder war es Mutter Natur? 16 Jahre alte Bal Blair, 128 Euro. Frischere Ledernoten. Bisschen Heuboden. Staubig. Also, das sind Noten, die ich nicht jeden Tag gebe, und die sind hier. Das ist. Ich bin gespannt. Slansche. Das war mein Kalibrierungswhisky mit 57,5%. Also, ich kann nur sagen, ich finde die Produkte von Bal Blair. Besonders die Einzelfassabfüllungen, denn ich glaube nicht, dass wir von meinem Firstville Bourbon Fass hier reden. Immer hot. Also eine gewisse Hitze dabei, ein bisschen Schärfe, ein bisschen Alkoholschärfe. Fast hin zu Ingwerschärfe ist dann da drin. Leicht staubiger Moment auf der Zunge. Der Honig ist weiterhin leicht dann da. Ein kleines bisschen wie Grießbrei-Moment, ein bisschen getreidig, ein bisschen wie Brot, habe ich auch neulich gehabt, das war auch dann, stell mal vor, du hast ein Vollkorn-Brotteig, Teig mit G, und du machst deinen Finger da rein und das ist kein null Zucker. Und die ganze Zeit überlege ich, ob ich auch noch Sternfrucht sagen darf und soll. So, ich würde noch ein bisschen was hier einschenken, dann werde ich auch gleich ein bisschen mit Wasser arbeiten und dann schauen wir mal, was daraus wird. Dann lese ich hier gleich, was ich hätte schmecken sollen. Ja. Alle scheinen nach Ex-Bourbon gereift. Und 16 Jahre ist eine tierisch lange Zeit im Grunde, ja. Ist nicht der längste, es ist nicht 18, es ist nicht 22, es ist nicht 30, aber 16 Jahre ist schon eine gute lange Zeit, um auch dann hier die subtrahierende Reifung von den Fässern zu erleben. Was ich hier nicht ganz so finde. Ja, ich habe ein bisschen Wasser reingetan. Lass uns schauen, was denn das damit gemacht hat. Wir gehen hier runter von uns 51,5% auf 46%. An der Nase erst einmal wird es ein bisschen fruchtiger. Er war ein bisschen verschlossen. Jetzt habe ich leichte Zimtnoten. Schönere, dunklere Holztöne. Ich finde, Wasser hat diesem Whisky hier gut getan. Slanche.
Kommt ein bisschen Holzbitterkeit da rein und auch dann ein kleines bisschen diese Schärfe ist noch da. Also diese Whisky überzeugt mich nicht. Ich möchte gerne sagen, Mensch, das ist ein Zweier-Whisky. Aber er ist ein sehr ruhiger Vertreter. Vielleicht bin ich zu hektisch, vielleicht bin ich dann zu draufgängerisch, dass ich das nicht hier schätzen kann, aber das Beste, was ich geben kann, ist ein 3 und ich überlege, ein 3 minus zu geben. Also, eins, warum hast du ihn nicht gekauft? Also 95 plus bei deiner 100-Punkt-Skala, ja, also 2 wäre 90, ja. Und dann haben wir unser Problem jetzt hier mit unserer 3, das wäre unser 85, praktisch bis 90 herum, wo man sagt. Und dann haben wir unser 4, was irgendwie unser 80 bis 85 ist. Und alles, was unter 80 ist, ist in dieser blöden Skala, ist dann irgendwie. Ja, also ich will sagen, alles unter 78 sogar ist dann da ein 4 bis 5 dann da. Ja, 5, warum? Warum? Nein, das ist ein 3 bis 3 minus Whisky. Preislich 128 Euro. Ja, es ist 16 Jahre alt. Ja, es ist einzufassen. Ja, es ist höchstwahrscheinlich jetzt hier Fassstärke. Deshalb ist der Preis für das, was man geliefert bekommt, von den Eckdaten gut. Aber es ist nicht die Eckdaten, die zählen für meine Preis-Leistung-Verhältnis, es ist der Geschmack. Ja, in diesem Fall würde ich sagen, auch ehrlich gesagt, ein 4 plus. Würde ich blind für dieses Geschmackserlebnis wieder 128 Euro ausgeben? Nein. Nein, 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 nein. Gut, unser Kleinlisch, 10 Jahre alt. Davon war ich auch nicht begeistert. Aber wirklich als Referenz zu sehen, was da hier ist und wie der unterschiedlich wird. Der Kleinlisch hat wirklich, also wenn wir hier über ein Lautstärkeregel, das ist ein 8, das ist ein 3 bis 4, der gibt mir so viel mehr. War ich begeistert von diesem Whisky? Nein. Verglichen mit der Bad Blair bin ich davon begeistert. Das ist, wo ich sage, ja, Geschmack, da ist da, wo ich sage, Holz, da sage ich mal hier Kleinisch, Frucht, da sage ich, alles ist super schön, wunderbar, gut, ein bisschen scharf, ein bisschen unrund. Aber diese Vertreter hier geht einfach mal hin zu sehr ruhig und leicht bitter. Und ich brauche nicht ruhig und bitter, wenn ich einen 16 Jahre alten Whisky mit 51,5% hier kaufe. Mein Erwartungen wurden nicht entsprochen. So, liebe Leute, welche Balle Blair würdet ihr empfehlen? Letztes Jahr war ich nicht begeistert von der Single Cask, der nach Deutschland kam. Dieses Jahr wurde ich nicht begeistert von der Single Cask, der nach Deutschland kam. Ich glaube, letztes Jahr war ich enttäuscht, dieses Jahr bin ich nicht begeistert. Wer entscheidet, welches Fass nach Deutschland kommt? Frage. Ist das der Importeur in Deutschland? Ist das irgendwelche Markenbotschafter in Deutschland? Ist das denn hier die Leute in Thailand entscheiden? Die Leute dann dort in Schottland entscheiden? Das steht ganz groß hier. Germany. Ja, also größer als alles andere. Naja. Ich hätte haben können, delikate, warm, wärmende Würze, Geschmack ein Weber verwebt, also mit Noten von Vanille, weiße Schokolade und cremige Toffee. Und am Ende sollte ich eine anhaltende Würze, Honig und Vanille haben. Also sehr, sehr vage Noten hier, für nichts Besonderes in irgendeiner Art und Weise. Schade, schade, schade. Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Diese Flasche wurde gänzlich durch meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe verteilt. Diese Flasche nicht. Also, falls jemand einen Kleinisch sehen, der von der zu teurer, aber doch recht geschmacksintensive Moment haben will, 5 cl, 10 cl wären noch da.
Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns fast jeden Tag hier. Jeden Sonntagabend ist ein Livestream und der Link für die WhatsApp-Flaschenteilung für die nächsten Produkte sind natürlich auch, der ist unten und ihr könnt auch dann mit dabei sein. Ciao.